Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Purpur und Karmesin, dem zweiten DLC davon, die Indigo-Blaue Scheibe. Und ja, was soll ich sagen, wir haben es geschafft. Wir haben die Top 4 besiegt und können endlich den Champ herausfordern. Endlich können wir Jo den Arsch versohlen. Ich freue mich echt tierisch. Und aus diesem Grund nicht lange geschnackt, wir legen los. So Leute, wir sind vor der Eingangshalle und werden uns gleich anmelden, um gegen Jo zu kämpfen. Doch zuerst zeige ich euch, mit wem wir starten werden. Das sind unsere Pokémon. Und ja, ihr werdet es mitbekommen haben. Das sind die Pokémon, die ich benutzt habe, um Jo zu besiegen und Ockerbon zu bekommen. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, sie sind Level 100 und Ockerbon ist dabei statt Shellterra. Und nun genug geredet. Zeit, Jo den Arsch zu versohlen. Hallöchen, I'll be back. Yo, Wulfen. Hier kannst du dich für offizielle Kämpfe der Blaubeerliga anmelden. Dein Name war Wulfen, richtig? Okay, ich kümmere mich um die Anmeldung für deinen Kampf gegen den Champ. Bitte warte einen Augenblick. Klar. Kein Problem. Wulfen, du und Jo habt euch doch angeblich gut verstanden, stimmt's? Ja. Verstehe. Ich persönlich kann mit dem Typ nicht viel anfangen. Früher hat Jo keinen Ton gesagt und sich immer nur hinter Hanna versteckt. Null Selbstvertrauen. Aber an Pokémon-Kämpfen hat er Spaß, wie kein anderer. Da ist er richtig aufgeblüht. Und dann hat er sich irgendwann plötzlich verändert. Jetzt ist er gnadenlos, weder sich selbst noch anderen gönnt eine Pause. Das wird kein gutes Ende nehmen, wenn ihm nicht jemand die Augen öffnet. Ich hab's leider nicht geschafft, hatte mich wohl zu sehr ans Leben auf der faulen Haut gewöhnt. Sorry, dass ich das jetzt dir überlassen muss, Bro. Danke für deine Geduld, die Anmeldung ist abgeschlossen. Möchtest du jetzt gegen Jo, den Champ der Blaubeerliga, antreten? Ja. Verstanden. Dein Kampf gegen den Champ wird in Kürze beginnen. Also dann, ich zähle auf dich, Wulfen. Die übrigen Top 4 und ich werden dich anfeuern. Ja, ja. Ding, dong, dong. Es folgt eine Mitteilung der Blaubeerliga. Auf dem Kampfplatz im Eingangsbereich findet gleich ein Kampf des Champs statt. Wer sich diesen Kampf ansehen möchte, möge sich im Eingangsbereich versammeln. Ding dong dong. Na, da ist er ja, unser kleiner Jo. Uiuiuiuiui. Oh yeah. Endlich. Ich habe mich so sehr angestrengt, um dir zeigen zu können, wie stark ich bin, Wulfen. Ich habe wie verrückt gebüffelt und meine Pokémon trainiert. Ich habe die Top 4 weggefegt und bin Champ geworden. All die harte Arbeit, all das. All das habe ich getan, um dich hier und jetzt zu besiegen. Wulfen! Ja, ja. Und trotzdem wirst du verlieren. Ja, ja. Schrei noch ein bisschen mehr, kein Problem. Champ gegen Champ. Ich habe nichts falsch gemacht und ich sorge dafür, dass du das einsiehst. Wie kannst du es wagen, hier und jetzt den Uni einzusetzen gegen mich? Wie kannst du nur? Und genau deswegen. So. Okay. Sag mal so. Glaub, Sirapfel könnte gegen Dragoran ein Problem haben. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ich weiß, falscher Typ, aber egal. Ich muss ihn einfach Terra kristallisieren.
So. Ah, das lohnt nicht. Komm. Mit der Hoffnung, dass Dragoran Orgabon angreift. Aber ich glaube eher nicht. Dragoran kann sicher Orkan und dann ist Seraphim down. Orgabon wird es überleben, aber Seraphim glaube ich nicht. Aber sein Quaxo ist auch mal down. Ach, Menno, aber egal, ich gewinne auch mit einem Typen-Nachteil. Da bin ich mir nicht so sicher. Und er greift Orgabon an. Na, erkennst du jetzt, wie viel stärker ich bin? Ganz anders als damals. In Kitagami, was? Mal schauen. Porygon Z? Okay. Ja. Gutes Pokémon. Das Problem ist, dass Orgabon jetzt wahrscheinlich Porygon Z besiegen wird. Mit bisschen Glück. Sehr schön. Aber jetzt wird mein Orgabon besiegt. Oder Seraphim. Entscheidet sich für Orgabon, aber Orgabon hat noch ein Leben. Ja, gut gemacht, Orgabon. Und Dragoran ist down. Easy. Quegro. Okay. Und Olangar. Naja, kein Problem. Orgabon wechsle ich jetzt eh. So, Orgabon ist raus, würde ich sagen. Mandrifol ist eher schlechtes Pflanze. Ich würde sagen, ja, Magnaien. So, und da würde ich sagen, habe ich jetzt auch ein Problem. Hä? Das heißt, ich würde beide wechseln. Und Vulnona, damit sie ein bisschen was aushält. So, Orgabon zurück. Seraphim zurück. Und da kommt es. Magnaien. Mal mit Bedroher ein bisschen Angriff senken. Und da kommt Vulnona. Auch ein echt super schönes Pokémon. Besonders in Shiny. Mogelhieb, okay. Macht aber keinen Schaden, das ist gut. Tiefschlag. Perfekt. Dann werden wir jetzt mal wen rausnehmen, würde ich sagen. Ciao, Olanga. Och, komm schon. Lichtschild, ernsthaft? Ah, das ist doof. Aber wir haben ihn besiegt. Alles gut. Ein Volltreffer. Sehr schön. Sogar das Glück hast du auf deiner Seite. Das ist unfair. Sowas von unfair. Jammerlappen. Der hat gesessen. Jetzt verlierst du schon endlich. Ich gebe doch schon alles. Wieso? Hydrapfel. Cool. Das ist die neue Weiterentwicklung von Seraphim. Leider das kann ich es bei mir nicht mehr machen, weil mein Seraphim ist schon Level 100. Aber ich werde mir noch einen Shiny holen und dann mache ich daraus einen Hydrapfel. So, wir machen das so. Und natürlich eine Flammenwurf auf Hydrapfel, weil das müsste ja auch eine Pflanze sein. Ich brauche mein altes Ich nicht mehr. Ich bin jetzt anders und verändere mich noch mehr. Ja, das wird auf Vuegro machen, oder? Oh! Okay. Kampf. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht für mich. Naja. Da macht der Flammenwurf halt nicht mehr so viel Schaden. Aber dafür der Knutnerloch. Sorry, Magnaien.
So. Von mir 2 Pokémon down. Von ihm. Es ist, sag's mal so. Glaub, es sieht schlecht aus für ihn. Ah, Rackruns. Na, ist es nicht süß? Wir machen Schaufler. Und wir machen den Flammenwurf. Ciao, Hydrapfel. Easy. Und mein Schweinchen gräbt sich ein. Und daneben. Ja, schon blöd, wenn das Pokémon weg ist, hä? Und wechseln. Lohnt sich das? Nicht wirklich. Ah, es handelt Pflanze um Pflanze, hä? Ne, lass mal. So, Flammenwurf. Bringt halt nicht so viel, aber ein bisschen Schaden ist es trotzdem. Da kommt der Schaufler. Easy. Tja, Jo. Du hast verloren. Was? Tja. Blöd gelaufen. Was? Er hat verloren? Ja, das war's. Gehen wir. Warum? Wie kann das sein? Das ist nicht möglich. Nein. Nein. Ihr habt beide alles gegeben. Ich war Feuer und Flamme für euren Kampf. Matt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Levi? Nein. Das war ein guter Kampf für beiden. Hat nur nicht so gut für dich geendet, was? Ex-Champ? Du hast's echt geschafft, Bro. Ab jetzt bist du der neue Champ der Blaubeerliga. Wenn jemand zum Champ wird, kriegt er zur Feier einen Preis von der Akademie. Und ich darf dir deinen überreichen. Cool, ja, dann hat sich sogar gelohnt. Meisterball lohnt sich immer. Hey, yo. Ich konnte dich nicht besiegen und habe deshalb vielleicht kein Recht, dir das zu sagen, aber... Hab doch wieder Spaß an der Sache. So wie früher. Gewinnen zu wollen ist gut, jeder gewinnt gern. Aber man kann auch zu versessen auf etwas sein und sich dadurch selbst im Weg stehen. Das kann ich nicht mit ansehen. Also, lass uns doch einfach alle verlieren. Was? Ich werde nicht verlieren. Nächstes Mal werde ich gewinnen. Nächstes Mal auf jeden Fall. Wolfen, ich... Oh je. Dürfen wir kurz stören? Also, erstmal Glückwunsch zu deinem Sieg, Wolfen. Du warst echt toll. Normalerweise würden wir das ja feiern wollen, aber die momentane Lage ist ehrlich gesagt etwas kompliziert für uns. Wir müssen uns erstmal organisieren. Organisieren? Natürlich, was denkst du denn? Wenn Wolf ein Champ ist, dann ist er auch Leiter der Liga AG. Aber er ist ein Austauschschüler, was diese Situation zu einem absoluten Sonderfall macht. Wie soll es mit ihm und der AG in Zukunft weitergehen? Es gibt so viel zu besprechen. Oh, jetzt wo du sagst. Und wenn Jo jetzt zum Top 4 Mitglied heruntergestuft wird, heißt das ja, dass Matt raus ist. Was? Echt? Oh nein. Zuallererst sollten wir Jo fragen, was er machen will.
Jo. Ding dong dong. Dies ist ein Aufruf an die folgenden Schüler. Jo, der Champ der Liga AG. Levi, der Anführer der Top 4. Hanna aus der 3-2 und der Austauschschüler Wolfen. Miss Brianna wartet mit Gästen auf euch. Bitte begebt euch unverzüglich zum Klassenzimmer der 1-4. Ding dong dong. Ausgerechnet jetzt, worum es wohl geht? Aber Jo ist gar nicht mehr der Champ. Levi, sowas jetzt zu sagen, das ist echt ein absolutes No-Go. Jedenfalls sollten wir Mrs. Brianna nicht warten lassen, sonst gibt's Ärger. Geh du schon mal vor, Wolfen. Ich werde dafür sorgen, dass Yu auch mitkommt. Und wenn ich ihn tragen muss. Ja, was soll ich sagen? Es war doch klar, oder, dass wir gewinnen würden. Es war vielleicht ein, zweimal knapp, aber es hat doch gut funktioniert. Und nun werden wir zu Miss Brianna gehen, aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao!